Hallo und herzlich willkommen zu der Videoreihe Recht und Wirtschaft für Azubis auf Deutschland Explained. Eine Reihe für alle Azubis mit rechtswissenschaftlichen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern und jeden, der sich dafür interessiert. Heute: Zuständigkeit und Verhältnismäßigkeit. Die Frage nach der Zuständigkeit ist eine der ersten Fragen, die man sich als Bediensteter einer Behörde stellt, bevor man in die eigentliche Fallbearbeitung einsteigt. Man unterscheidet in die örtliche Zuständigkeit, die sachliche Zuständigkeit und die instanzielle Zuständigkeit. Die Paragraphen, nach denen sich die Zuständigkeiten richten, unterscheiden sich je nach Fachbereich. Ich will dir hier nur einen ganz groben Überblick geben. Ich werde im weiteren Verlauf dieser Videoreihe, immer wenn es erforderlich ist, die dann jeweils geltenden Zuständigkeitsregelungen noch ausdrücklich ansprechen. Die Regelungen über die Zuständigkeit ergeben sich üblicherweise entweder aus dem Gesetz, das man anwenden möchte, oder aus einer speziellen Zuständigkeitsverordnung. Leider ist das Auffinden dieser Zuständigkeitsverordnungen in der Praxis oft sehr schwierig, da deren Namensgebung nicht immer eindeutig ist. Örtlich zuständig ist grundsätzlich erstmal die Behörde, in deren Zuständigkeitsgebiet oder Hoheitsgebiet sich der zu regelnde Sachverhalt ereignet hat oder gerade ereignet oder noch ereignen wird. Also dort, wo zum Beispiel eine Gaststätte eröffnet werden soll, über eine rote Ampel gefahren worden ist, ein Haus abgerissen werden soll oder auch, wo der Antragsteller wohnt. Es geht also um den örtlichen Bezug zu der Behörde. Bei der sachlichen Zuständigkeit geht es darum, ob die Behörde für die Erledigung der konkreten Aufgaben zuständig ist. Mit Behörde ist hier jetzt nicht zwangsläufig die gesamte Stadt oder Kreisverwaltung gemeint, sondern das Amt. Zum Beispiel das Jugendamt, die Ausländerbehörde oder das Straßenverkehrsamt. Wenn es also um den Abriss eines Hauses geht, so leuchtet es wohl ein, dass hierfür das Bauamt und nicht etwa das Jugendamt zuständig ist. Die instanzielle Zuständigkeit wird in Ausbildungen nicht oft besprochen. Dabei geht es um die Frage, welche Instanz innerhalb einer Hierarchie von mehreren zuständigen Behörden tätig werden darf. Grundsätzlich kann man sagen, dass immer mehrere Behörden für denselben Ort und dieselbe Sache zuständig sind. Diese Behördenstruktur ist hierarchisch aufgebaut und man kann sagen, dass die übergeordneten Behörden die Arbeit der untergeordneten Behörden überwachen. Dies nennt man auch Fachaufsicht. Diese Hierarchie beginnt ganz oben zum Beispiel beim Bundesbauministerium und endet beim Bauamt einer kleinen Gemeindeverwaltung. Beide sind für den Bereich Baurecht zuständig und das Bundesministerium ist, weil es ja für die gesamte Bundesrepublik zuständig ist, auch für das Gebiet der Gemeinde zuständig. Ihre Aufgaben sind aber unterschiedlich. Das klingt erstmal kompliziert, letztlich geht es aber nur um die Frage, ob zum Beispiel die Gemeinde oder Stadt, der Kreis, die Bezirksregierung, der Landschaftsverband oder das Ministerium für die konkrete Aufgabe, zum Beispiel Ausstellen einer Baugenehmigung, zuständig ist. Wichtig zu wissen ist, dass in Fällen von Gefahr im Verzug, das sind Situationen, in denen dringend gehandelt werden muss, auch die Behörde tätig werden darf, die sachlich, aber nicht örtlich zuständig ist. Wenn also zum Beispiel eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes des Bereiches Landeshundegesetz der Stadt Köln durch die Fußgängerzone der Stadt Düsseldorf läuft und dort einen unangeleinten Hund sieht, der die Passanten anspringt, darf sie eingreifen und den Hund sicherstellen. Sie muss dann aber unverzüglich das Ordnungsamt der Stadt Düsseldorf informieren und darf nur diejenigen Handlungen vornehmen, die unbedingt nötig sind. Wäre die Mitarbeiterin nicht vom Ordnungsamt, sondern zum Beispiel aus dem Bauamt, dürfte sie dies alles nicht. Nun erkläre ich das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Dabei handelt es sich um einen sehr wichtigen Grundpfeiler eines Rechtsstaates. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz begrenzt die Macht des Staates. Auch hier gebe ich wieder nur einen kurzen Überblick über das Thema. In weiteren Videos werden wir uns das alles noch genauer mit Beispielen angucken. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit leitet sich aus Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz ab. Es gibt mehrere gesetzliche Grundlagen für die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips, die jedoch inhaltlich gleich sind. Letztlich geht es immer darum, dass die Behörde den Bürger nicht übermäßig stark belasten, also in dessen Rechte eingreifen darf, wenn dasselbe Ziel auch mit geringeren Mitteln zu erreichen ist. Das wird auch Übermaßverbot genannt. Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgt in vier Schritten.
Schritt 1. Legitimer Zweck. Die behördliche Maßnahme muss einem legitimen Zweck dienen. Ein legitimer Zweck ist gegeben, wenn die Maßnahme dem Gemeinwohl dient. Im Rahmen deiner Ausbildung wirst du Verhältnismäßigkeitsprüfungen fast ausschließlich anhand von Einzelfallentscheidungen vornehmen. Diese werden von der Behörde auf Grundlage eines Gesetzes getroffen und sollen in einem bestimmten Fall die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften sicherstellen oder erzwingen. Dadurch, dass das zugrunde liegende Gesetz bereits im Sinne des Gemeinwohls beschlossen und verkündet worden sein sollte und die Behörde die Einhaltung dieser vorgegebenen Rechtsordnung erreichen möchte, dient letztlich auch die Behördenentscheidung dem Gemeinwohl. Du kannst innerhalb der Ausbildung also in der Regel davon ausgehen, dass der legitime Zweck gegeben ist. Vorsicht ist für dich dann geboten, wenn sich aus dem Sachverhalt eindeutig ergibt, dass die Behörde eine Entscheidung aus willkürlichen Gründen trifft, also eben nicht zur Einhaltung der Rechtsordnung, sondern um irgendwelche anderen Ziele zu erreichen. Das kann zum Beispiel der Abriss eines Wohnhauses gegen den Willen des Eigentümers sein, das vollkommen intakt und vorschriftsmäßig ist, um dort ein Gewerbegebiet ausweisen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gründe dann eben nicht einem legitimen Zweck dienen, ist in einer Klausur sehr groß. Schritt 2. Geeignetheit. Eine Maßnahme muss immer auch geeignet sein. Dies ist der Fall, wenn zumindest die Möglichkeit besteht, dass durch die Maßnahme das angestrebte Ziel erreicht wird. Es reicht an dieser Stelle aus, dass die Zielerreichung denkbar, also nicht völlig abwegig ist. Ob die Maßnahme tatsächlich geeignet war, lässt sich erst im Nachhinein mit Sicherheit feststellen. Hier ein Beispiel. Stellt ein Landwirt seinen Rindern nicht ausreichend Wasser zur Verfügung, stellt dies einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar. Ungeeignet wäre es, den PKW des Landwirts sicherzustellen, da die Tiere dann nach wie vor kein Wasser hätten. Geeignet wäre es, den Rindern Wasser zur Verfügung zu stellen. Schritt 3. Erforderlichkeit. Erforderlich ist eine Maßnahme, wenn kein milderes Mittel denkbar ist, mit dem derselbe Erfolg zu erreichen wäre. Aus mehreren möglichen Maßnahmen, die qualitativ dasselbe Ergebnis erreichen, muss also diejenige Maßnahme ausgewählt werden, die den Bürger oder das schützenswerte Gut am wenigsten belastet. Wenn mehrere Maßnahmen denkbar sind, sind diese in einer gutachterlichen Prüfung auch zu benennen und die getroffene Entscheidung ist zu begründen. Nehmen wir das Beispiel von vorhin mit den Tieren ohne Wasser. Neben der Möglichkeit, den Landwirt dazu zu zwingen, den Rindern Wasser zu bringen, könnten die Tiere auch geschlachtet werden. Der tierschutzwidrige Zustand wäre damit abgewendet, denn die Rinder hätten keinen Durst mehr. Diese Maßnahme wäre jedoch nicht das mildeste Mittel, denn sowohl für den Landwirt aus finanzieller als auch für die Tiere aus gesundheitlicher Sicht wäre es weniger belastend, schlicht Wasser zur Verfügung zu stellen. Schritt 4. Angemessenheit oder Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn. Angemessen ist eine Maßnahme nur dann, wenn deren Vorteile von deren Nachteilen nicht deutlich überwogen werden. In der Regel geht es an dieser Stelle um eine Gegenüberstellung der betroffenen Grundrechte des Empfängers der Maßnahme und der Rechtsgüter, die die Behörde mit ihrer Maßnahme schützen will. Dies ist in der Regel auch der schwierigste Teil der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Auf Seite der Behörde kann hier ein bestimmtes Rechtsschutzgut in Frage kommen, zum Beispiel der Schutz der Gesundheit von Passanten, der Schutz der Bevölkerung vor einer Katastrophe, der Schutz der Umwelt oder einfach ganz allgemein der Schutz der Unverletzlichkeit der Rechtsordnung oder der Schutz des Bestandes des Staates und seiner Organe. Auf der Seite des Bürgers kommen vor allem die Grundrechte in Betracht. Am häufigsten dürfte es wohl um die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, die Freiheit der Person aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz, die Glaubensfreiheit aus Artikel 4 Absätze 1 und 2 Grundgesetz, die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absätze 1 und 2 Grundgesetz, die Unverletzlichkeit der Wohnung aus Artikel 13 Absätze 1 und 2 Grundgesetz und das Recht auf Eigentum aus Artikel 14 Absätze 1 und 3 Grundgesetz gehen. Bei der Prüfung der Angemessenheit geht es dann darum, zu begründen, warum die Grundrechte des Bürgers in diesem konkreten Einzelfall zurückstehen müssen. Hierzu sind grundsätzlich alle Aspekte, die für und gegen eine Einschränkung der Rechte des Bürgers sprechen, zu erörtern.
Letztlich wird es in der Regel darauf hinauslaufen, dass dem Interesse der Öffentlichkeit an der Einhaltung der Rechtsordnung ein größeres Gewicht gegeben wird als dem Einzelinteresse des Bürgers, der sich gegen die Rechtsordnung und damit gegen die Gemeinschaft stellt. Nehmen wir nochmal das Beispiel mit den Rindern ohne Wasser. Der Landwirt könnte sich der Anordnung, Wasser zu holen, mit der Begründung widersetzen, dies stelle einen Eingriff in seine grundgesetzlich geschützte allgemeine Handlungsfreiheit dar. Dem entgegen steht der Tierschutz, der sich aus Artikel 20a Grundgesetz ergibt und den Rang eines Staatsziels hat. Zudem gibt das Tierschutzrecht ausdrücklich vor, dass Rinder täglich mit Wasser in ausreichender Menge und Qualität zu versorgen sind. Man würde also argumentieren, dass die Bevölkerung ein berechtigtes Interesse daran hat, dass die tierschutzrechtlichen Vorschriften vom Landwirt eingehalten werden. Erschwerend für den Landwirt könnte man herausstellen, dass es sich um eine Tierhaltung handelt, die der Einkommenserzielung des Landwirts und der Lebensmittelgewinnung dient, sodass hier höhere Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften zu stellen sind als bei einer privaten Tierhaltung. In der Summe würde man zum Ergebnis kommen, dass das Interesse der Öffentlichkeit an einer Durchsetzung der tierschutzrechtlichen Vorschriften zum Schutz der Tiere dem Individualinteresse des Landwirts an einem ungehinderten rechtswidrigen Verhalten vorgeht. Die getroffene Maßnahme wäre damit angemessen. Eine Sache will ich aber nochmal ausdrücklich betonen. Bei der Frage der Angemessenheit geht es letztlich immer um die Frage, ob eine Grundrechtsverletzung vorliegt. Du musst dir klar machen, dass es viele Rechtfertigungen dafür gibt, dass in die Grundrechte des Bürgers eingegriffen wird. Wenn der Eingriff sachlich gerechtfertigt und rechtmäßig ist, ist er auch zulässig. Nur wenn der Eingriff in die Grundrechte nicht erlaubt war, willkürlich erfolgt oder zu belastend ist, handelt es sich nicht mehr um einen zulässigen Grundrechtseingriff, sondern um eine Grundrechtsverletzung. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch weiter. Eure Fragen könnt ihr mir sehr gerne im Kommentarbereich stellen. Ich werde versuchen, diese so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank für eure Zeit. Mit einem Klick auf Abonnieren könnt ihr den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.